Moin, meine lieben Zockerstachel. Willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Wie ich ja schon angedroht hatte, leider die letzte Folge. Bevor wir dann irgendwann mal neu anfangen mit der Geschichte. Das Spiel ist schon schön. Hat Potenzial. Aber wir wollen ja nochmal neu anfangen. Hallo Kaktus Andy, heute Nacht um 22 Uhr wird etwas Wunderschönes passieren. Mondlichtquallen werden an Pelikanen vorbeischwimmen und ihre lange Reise in den Winter zu beginnen. Wir versammeln uns alle am Strand, um ihnen zuzusehen. Das solltest du nicht verpassen. Man sieht sich heute Nacht, Dimitrius. Oh, das ist ja cool. So, zum Ende nochmal... Noch mal Quallen zugucken. Ja, wenn ich dann irgendwann kochen kann, also auch dann in der neuen Staffel, weiß ich ja schon mal. Mann, Lebenselixier-mäßig kann ich ja auch ordentlich was reißen. Wie? Oh, ihr habt nichts zu essen. Moment. Das futtern die wirklich weg. Sehr cool. So, von den Pilzen brauchen wir jetzt nichts mehr, glaube ich. Komm, wir verkaufen mal ein bisschen was noch. Obwohl, jetzt bringt es auch nichts mehr, ne? Gestern machen sollen. Hätten wir nochmal das Haus verbessern können. Egal. So, wo war denn der Baum? Schade. Noch nichts drin. Können wir gar nichts machen. Muss es doch nicht irgendwie. Zapfahren. Nein. Das wollte ich so nicht. Okay, noch nichts dran. Schade. Jetzt hätten wir den natürlich noch voll machen können, ne? Ja gut, dann kümmern wir uns mal darum. Ich wollte ja gerne nochmal die verschiedenen Fußböden sehen. Das sieht aber komisch aus. Doll ist er jetzt nicht. Er ist halt ein bisschen bunter. So. Probieren wir jetzt hier nochmal. Der ist eigentlich recht schick. Aber auch hier muss man sagen, der sieht hier so ein bisschen
vom Schatten her, der Schatten ist ein bisschen groß, Alter. Das sieht irgendwie aus, als wenn das eine Riesenwand ist, so was weiß ich, 10, 20 Zentimeter hoch. Als wenn man jedes Mal das und dann packt man sich auf die Fresse. Auch schön. Die Ränder sind immer so. Gott. So, wie mein? Uff. Wenn die Ränder nicht wären, das ist eigentlich echt schön. Naja, wie ist der Mackeln? Gut, haben wir die nochmal ausprobiert? Vielleicht doch die Holzwege machen sollen? Ah ne, das war das. Ah, da haben wir den Lehm. Verlorenes Buch. Du hast ein verlorenes Buch gefunden. Diese Sammlung der Bibliothek wurde erweitert. Na dann. Ah, da ist es, ne? Wie die Quallen. Im Edel bieten sie momentan in voller Blüte. Kann sein. Wo ist denn dein Macker? Rollt er irgendwo rum oder was? Fernseher läuft. Aber wenn das schon letzte Folge ist, dann gönnen wir uns noch mal ein Bier, oder? Wir schnibbeln uns gleich zwei rein. Ah, so. Schönes, kühles Bier. Brauchst du was? Ich soll nicht mit Fremden reden, ich sehe doch nicht fremd. Wenn du einen Heißluftballon über dem Meer siehst, ist gerade Hochsaison des Sommers. Ich bin langsamer. Jetzt, oder? Sie kocht normalerweise das Abendessen, aber sie mag so merkwürdiges Zeug wie Quinoa. Ah, das klingt eklig. Da. Tipps zum Landleben. Nutze Dünger, um die Qualität zu verbessern, die Arbeitslast zu verringern oder das Wachstum zu beschleunigen. Obstbäume brauchen eine volle Jahreszeit zum Wachsen, benötigen aber kaum Pflege. Sorge dafür, dass das Gebiet rund um die Saaten nicht bestellt ist, sonst wachsen sie eventuell nicht richtig. Pflanzen vergehen nach Ende der Jahreszeit, außer sie wachsen in mehreren Jahreszeiten, zum Beispiel Mais. Einige Pflanzen wie Grünkohl und Weizen müssen mit einer Sense geerntet werden. Tipps zum Landwirt. Ja, was sind das Neue? Das ist ein Buch von Mani. Tiere sind sehr empfindlich, sie mögen es jeden Tag gestreichelt zu werden und mögen das Gras draußen mehr als getrocknetes Heu. Sie mögen es aber nicht, im Regen zu stehen. Glückliche Tiere produzieren hochwertige Erzeugnisse. Joa, okay, also das Übliche. Ist zerlumpt, aber immer noch niedlich. Du.
viel haben wir noch nicht gerissen hier, ne? Ah, darum noch mal ein Bier. Schön in der Bibliothek mit Bier reinpfeifen. Ey, Spacken! Ey, komm dir gleich über den Tresen, du Wichser! Ja, genau, kein Alkohol trinken, viele werden dann streitlustig. Hey, gehen wir mal an den Strand und strullen ein paar Leute an. 16:30 erst, ne? Ey, sag. Sag mal, pflanzt du Blaubeeren auf deinem Hof? Das ist Scheißdreck an, du Penner. Ich bin wieder nüchtern. Herr Bürgermeister. Ich liebe frische, gepflückte Blaubeeren. Ja, die kann ich ja mal anpflanzen. Ich will mir noch mal kurz ein bisschen umgucken. Ich glaube, ich war noch nicht überall drinnen. Kann man auch sowieso nicht viel machen. Ey, bin ich nicht genug mit Emmy, liebe Freunde? Boah, da liegt eine Schere. Und Stoff. Brauchen wir bestimmt alles noch irgendwie. Super Fashion Grill Magazin. Das ist eine Nähmaschine. Ich bin mir irgendwie sicher, wie man sie nutzt. Ich bin mir jedoch nicht sicher. Aber jeglich? Ich bin mir jeglich nicht sicher, wie man sie nutzt. Also, hat der Charakter das Bier getrunken oder ich? Hey, Moni. Hey da, gut dich zu sehen. Mann, ihr seid aber auch alle gesprächig hier. Da boxt der Papst im Kettenhemd, echt. So, alle zum Strand. Komm später zurück. Okay, wir müssen uns also noch ein bisschen gedulden. Schnacken wir noch ein paar Leute an, wa? Ich wette, du pflanzt gerade ein paar interessante Dinge an. Vater sagt, dass hier im Tal eine Menge exotischer Pflanzen zu dieser Zeit wachsen. Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Vielleicht muss man das aber auch so wie hier machen. Ne? Ein bisschen größer, denn dann kommt, um nochmal auf die Wege einzugehen, dann kommt das nicht ganz zur Geltung. Ich war noch nie beim Arzt drin. Machen wir zum Arzt. Das ist verschlossen. Boah. Der war nicht lange auf, der Kollege. Dimitrius. Ja, es ist gut, hin und wieder eine Pause zu machen. Da hat er recht. Schön am Brunnen. Ah, man hört das Plätschern und muss pissen, weil man gerade irgendwie sich einen Red Bull reingepfiffen hat. So. Wird es ja so langsam dunkel. So, Strand, da. Ist wahrscheinlich gleich oder immer noch nicht fertig. Hab ich schon hin? Ja, 22 Uhr, ich weiß. Vielleicht können wir ja noch ein bisschen schnackseln gehen bei Penny. Kann ich nirgends hingehen? Natürlich hier, ne? Ah, ich war heute nicht sehr produktiv. Mach nix. Du hast den Gains ein wenig auf dich genommen, nur um mit mir zu reden. Wie nett. Pam scheint abgelenkt, ist er alleine. Guten
Guten Abend, kann ich dir etwas bringen? Er guckt das Handy. Hast du keinen Job oder so? Ich bin beschäftigt, sieht man das nicht? Ja, du stehst neben dem Kamin und ballerst dir einen rein. Sehr beschäftigt. Ich will so ein Fass mitnehmen hier. Na gut, ihr Spacken. Schon wieder falsch gelaufen, Alter. Warum laufe ich immer falsch? Ja, am Strand, ja. Da gehen wir jetzt auch hin. Was sagen wir, wo sind denn alle? Ich kann nicht glauben, dass der Sommer vorbei ist. Mir kommt es so vor, als hätte er gerade erst begonnen. Das ist eine ganz schön große Menschenmasse für eine alte Anlegestelle wie diese. Ich bleibe lieber hier drüben in der Nähe des Strands. Du warst eben noch am Saufen, wie kommst du hierher? Ich hätte meine Kamera mitbringen sollen. Ich vergesse jedes Mal. Oh, da ist Penny. Das Leben ist für eine Qualle so einfach, sich einfach für immer von Wellen tragen zu lassen. Honigquallen. Hey, ich frage mich, wie die schmecken. Will ich natürlich nie versuchen. Da gast nichts davon. Aber ich bin ein wenig enttäuscht, dass es heute keine Büffel gibt. Diese Kerzen sind romantisch, nicht? Jetzt muss ich auch so eine kaufen, ne? Mondlichtquallenbanner, Wolkenaufkleber, Raumschiffkleber, moderner Teppich, Meerschaumpudding. Okay. Quallen waren vor einem Jahr hier und nächstes Jahr werden sie wieder da sein. Die Natur ist schon beeindruckend. Ich hoffe, dieses Jahr gibt es Babys. Guten Abend, Kaktus. Die Mondlichtquallen sind nah. Ich habe schon eine kleine Leuchte gesehen. Sobald wir das Kerzenboot losschicken, kommen sie zur Anlegestelle und sagen Hallo. Die meisten Nachtfische hätten Angst vor dem Licht. Diese hier sind eine seltsame Ausnahme. Darf ich... dort. Ich habe etwas Leuchten gesehen. Darf ich? Oh, es ist weg. Deinen Blick über diese endlose See schweifen. Tief unter der Wasseroberfläche existieren alle möglichen Lebensformen. Ich habe heute Abend extra meine besonderen Schuhe angezogen. Keinem ist es aufgefallen. Hey, du hast schöne Schuhe. Wenn wir weiter den Ozean verschmutzen, werden diese Quallen sicher aussterben. Das passiert sogar schon. Da hat er recht. Ich schicke das Boot gleich los. Ich habe noch nicht mit allen geschnackt. Jetzt habe ich auch noch so Brüsel auf der Schamai hier. Ich will den seltenen grünen Bubble sehen. Ich dachte, dort hätte sich etwas bewegt. Etwas Großes, etwas Dunkles. Frag mich, ob die giftig sind. Solch eine seltene und aufregende Sache. Gut. Darf mir die Ehre zuteil werden, dieses Boot loszuschicken, oder? Was denkst du? Soll ich das Boot jetzt losschicken? Yep. Schade. Wo sind die anderen Kerzen jetzt hin? Da kommen sie. Babys bei. Irgendjemand wollte doch Babys. Oh, das sieht schön aus. Gibt es sowas in echt? Könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben? Gibt es irgendwie so ein Mondlichtquallen oder so?
bin mir da jetzt nicht sicher. Ich bin jetzt kein Quallenexperte. Da ist auch irgendeine besondere. Die sieht aus wie eine Blume. Schön. Das war doch nochmal cool zum Abschluss, oder? Das Leuchten des Sommers ist jetzt verblasst und die Mondlichtquallen führen ihren Weg in das weite Unbekannte fort. 12 Uhr. Jo, gehen wir mal in die Haier, ne? Hab ich überhaupt was verkauft? Ja, hab ich. Wunderbar, nicht viel. Aber ist ja auch egal, wir brauchen es jetzt eh nicht mehr. Meine lieben Stachel, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wir beenden jetzt Stardew Valley erstmal, weil ich ja eh von vorne anfangen muss, irgendwann mal. Ich weiß nicht, wann ich es mache. Man muss es natürlich auch wieder unterkriegen. Es steht ja auch immer noch an, dass ich neueres Internet kriege. Dann kann ich sowieso ein paar mehr Sachen auch hochladen und so, weil dann geht das fix. Wie gesagt, jetzt brauche ich ja für so ein Video immer so 6 bis 8 Stunden. Könnt ihr euch hochrechnen. Ich finde das Spiel cool. Ich würde es gerne nochmal neu anfangen mit dem normalen Hof. Kann man wahrscheinlich besser bauen. Was heißt wahrscheinlich? Wurde mir ja gesagt, man kann besser bauen und so. Das würde ich gerne irgendwann nochmal machen. Aber ich würde sagen, wir führen jetzt erstmal Story of Seasons zu Ende. Damit nicht zweimal das fast selbe Spiel läuft. Weil die sind ja sehr identisch. Du machst ja dasselbe. Du machst Farming, du machst Tiere, du machst Quatsch mit den Leuten, brauchst einen Heiratskandidaten. Bla bla bla. Ist irgendwo dasselbe. Auf jeden Fall bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Wenn ihr neu seid, würde ich mich über ein Abo freuen. Empfehlt mich ruhig weiter. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Bis denne!